Moin, mein Name ist Holger, ich bin 60 Jahre alt. Mein Name ist Theis, ich bin 26 Jahre alt und gemeinsam bewirtschaften wir einen Milchviehbetrieb im Landkreis Ammerland mit 140 Kühen. Grünland sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf dem Gras als Dauerkultur angebaut wird. Dazu zählen Wiesen und Weiden. Dauerkultur heißt, es bleibt auf Dauer Grünland. Wir leben hier in der Küstenregion von Niedersachsen. Der Grünlandanteil ist hier sehr hoch, also höher wie in anderen Regionen. Dieses Grünland muss genutzt werden. Dadurch ist die Viehdichte hier höher wie in anderen Regionen. Ein Grünland setzt sich hauptsächlich aus Gräsern zusammen, aus verschiedenen Grasarten, je nach Nutzungsart, ob als Weide oder als Futter genutzt werden soll. Zusätzlich noch Teil Leguminosen mit Klee, um die Schmackhaftigkeit und Eiweiß im Gras zu erhalten. Wir setzen regelmäßig Qualitätsgrasanmischungen ein mit hohem Anteil von deutschem Weidegras. Die spät bis mittelstät blühen, die verholzen nicht so schnell, dadurch bleibt das Gras schmackhafter. Außerdem ist in den Ansatzmischungen noch Wieserispe und Lischgras enthalten. Die Kühe fressen das Futter, was im Sommer von den Feldern geerntet werden kann, auf dem Grünland und auf den Ackerflächen der Mais. Und dieses Futter wird dann ganzjährig an die Kühe verfüttert. Das Basisfutter reicht zum Sattwerden. Wir machen von jedem Silo, den wir im Sommer einfahren, eine Untersuchung oder lassen ihn analysieren, um somit die Gehalte festzustellen, um eine optimale Versorgung der Kühe zu gewährleisten. Wir erzeugen unser Futter in der Regel alles selber. Wir bewirtschaften hier ungefähr 70 Hektar Grünland. Die werden 4 bis 5 Mal im Jahr genutzt. Und in guten Jahren reicht das Grundfutter, um die Tiere zu versorgen. Eine Kuh frisst am Tag zwischen 13 und 15 Kilogramm Grundfutter in Trockenmasse. Was Grünland sonst noch alles kann, zeigen wir euch im nächsten Film.